Dem ist nicht mehr zu helfen. Philipp aus Scarlets. Ich sehe keine Wunden, aber er zittert fürchterlich. Stehlen. Ich stehle ihn weg. Nein. Steinmetz Zemek. Warte, wir schauen erstmal die Leute an. Er regt sich nicht. Aber die einzige sichtbare Verletzung ist die am Bein. Ich muss Johanka fragen. Okay, was ist mit ich Thomas, kann Johanka? Einfach nicht. Ja. Johanka, was ist mit Thomas? Heinrich, wie geht es dir? Ganz schlimm. Was fehlt dem Kerl beim Altar? Ich kann keine Verletzung erkennen, aber er ist sehr blass und nicht ansprechbar. Er hatte einen Beinbruch. Sah schlimm aus. Der Knochen trat durch die Haut aus. Wir haben versucht, das Bein zu richten, aber ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Ich mache mir kaum Hoffnungen. Ich habe andere in seinem Zustand gesehen und für die ging's nicht gut aus. Gott, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Und was schlägst du vor? Die Mönche helfen uns nicht und ich wüsste sonst niemanden. Ich werde das Bein richten. Was ist mit dem Henker aus Rathai? Was ist mit dem Henker aus Rathai? Normalerweise bricht er Knochen, aber vielleicht kann er sie auch wieder zusammensetzen. Der Henker? Selbst wenn du ihn überzeugen kannst, den lassen die doch nie rein. Vielleicht reicht es, wenn er es mir zeigt und dann kann ich... Lass dich nicht aufhalten. Ich jedenfalls habe jetzt genug zu tun. Ganz ehrlich, das mache ich lieber, als einfach jetzt das zu heilen. Wir fragen dem Henker danach. Was ist mit Philipp geschehen? Der arme Kerl. Erst war alles in Ordnung mit ihm und jetzt verfällt er mit jedem Tag. Aber weißt du warum? Vielleicht. Er ist nicht aus Scarlets geflohen, sondern hat sich lange versteckt. Zwischen den Leichen. Falls er sich vergiftet hat. Was können wir tun? Wir? Nichts. Einzig Pater Simon hätte ihn retten können. Der kannte sich mit Giften aus. Und wo ist er? Er verließ doch Scarlets schon vor Jahren. Und weiß jemand, wohin es ihn verschlagen hat? Wenn du das Gerede über einen wilden Mann im Wald glauben magst, solltest du nach Rovna gehen. Ich finde Mach's Pater gut. Simon. Und tschüss. Gut. Was wird Der kommt aus eigener Familie. Kraft durch. Er braucht nur etwas Schlaf. Setzen, speichern. Am Altar, okay. Öffnen. Äpfel, Zwiebel, Kohl, alles, was wir gebrauchen können. Und ein Verband. Ich muss hier weg. Er braucht nur etwas Schlaf. Mir geht's doch ganz gut. Er kommt aus eigener Kraft durch. Ja, sag ich doch. Hannes aus Scarlets? Wieso weckst du mich? Du siehst gesund aus. Schon, aber das Bein tut noch weh. Waren das die Kumanen? Das sage ich dem Weibsvolk. Um ehrlich zu sein, habe ich mich selbst verletzt, als ich weggerannt bin. Wechseln sie deine Verbände? Manchmal. Die haben mir gesagt, sie hätten nicht genug Verbandszeug. Tja, aber die Verbände müssen gewechselt werden. Ich habe die Verbände tatsächlich. Ich habe die Verbände für dein Bein. Wunderbar. 10 Stück. Sagst du es, Bruder Nikodemus? Gott, was wird nur aus meiner Familie? Ganz ehrlich, wir sagen das Nikodemus. Er wird das bestimmt erledigen. Hab Dank. Jo. Lebe wohl. Ciao. Was? Wo? Was passiert hier? Du bist nicht aus Scarlets. Nein, aber bitte. Hilf mir! Ich muss hier weg. Was ist mit dir geschehen? Ich kann hab an einem Gebäude gearbeitet, als das Dachgerüst unter mir zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass du überhaupt noch lebst. Das meinen alle. Aber was hab ich davon, dass ich lebe, wenn ich hier bloß rumlieg wie ein Sack Mehl? Sieht übel aus, aber da ist nichts, was ein paar Wochen Ruhe nicht kurieren könnte. Wochen? Scheiße, ich muss viel eher wieder arbeiten. Wieso... Kannst du nicht bleiben, bis du gesund bist? Hab eine Familie. Bin arm. Wir kommen nur durch, weil ich auf der Baustelle maloche. Der Meister meint, wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, brauche ich gar nicht wiederkommen.
Und wo soll mein Weib und ich dann hin? Wer nimmt uns auf? Wir werden im Wald hausen müssen und da sind wir freiwillig für Räuberpack. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Deine Wunden sind bereits versorgt. Als ich klein war, hat ein Gaul meinem Vater mal einen Tritt verpasst. Eine alte Vettel aus dem Dorf hat ihm dann so violette Kräuter gegeben. Danach ging's ihm schnell besser. Weißt du noch, welche Kräuter das waren? Nee, aber hier im Kloster liegt auch alles verdammte Wissen der Welt rum. Hat bestimmt mal einer aufgeschrieben. In so einem Herbirarium oder wie das heißt. Ich werde mich umsehen. Danke dir. Danke. Möge Gott über dich wachen. Dankeschön. Dann suchen wir dieses Herbarium. Was zum... Hoffentlich sind das die richtigen Kräuter. Hoffentlich sind das die Kräuter. Nee, die vom Kräuterweib haben anders ausgesehen. Lebe wohl. Okay, es war keine Brennnessel. Okay, Anka. Heinrich, wie geht es dir? Einer der Verletzten, Semek, klagt über seine Blessuren. Er hat Angst, dass er nicht mehr arbeiten kann und... Semek? Ist er einer von uns? Nein, er ist Bauarbeiter. Er ist lediert und ans Bett. Um Himmels Willen, Heinrich, unsere Nachbarn verrecken. Unsere Freunde. Uns fehlt die Zeit für die Wehwehchen irgendeines Bauarbeiters. Oh, was hast du dir nur dabei gedacht? Hör zu, ich brauche doch nur den Namen einer Pflanze. Dann schlag doch in deinem Buch nach. Du hast hier schließlich ein ganzes Herbarium. Möge Gott über dich wachen. Ich kümmere mich um alle Leute. Nicht um unsere Nachbarn. Nikodemus? Bist du für die Krankenstube verantwortlich? Ich bin der Infirmarius hier, ja. Bisher musste ich mich immer nur um ein paar alte, lahme Mönche kümmern. Jetzt ist es diese Bescherung hier. So alt, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können? Das ist nicht das Einzige, was die nicht mehr halten können. Aber was rede ich? Es ist ein Segen, ein solches Alter zu erreichen. Wie geht es den Verwundeten aus Scarlitz? Manche von ihnen sind gut versorgt. Andere sterben hier. Unnötigerweise. Es ist gut, dass wenigstens Johanka hier ist. Allein wäre ich völlig überfordert. Also behandelst du normalerweise keine Verwundeten? Es gab natürlich Unfälle. Hier ein gebrochenes Bein, dort ein Pferdekuss oder ein Ziegenbiss. Aber das hier? Nie zuvor war ich mit dem Grauen der Schlacht konfrontiert. Wäre es doch eine Schlacht gewesen. Es war ein kaltblütiges Gemetzel. Du warst dort? Gott sei dir gnädig, so wie den Toten und den Versehrten. Wie kann ich dir helfen? Hast du mit Johanka gesprochen? Habe ich. Wenn du dich aufs Heilen verstehst, versuch dein Glück. Obwohl du nicht so aussiehst, als fröntest du der Kunst des Hippokrates. Das stimmt. Ich bin Schmied. Aber ich habe mich schon öfter um Verletzte gekümmert. Was, wenn ich mir bei einer Behandlung unsicher bin? Frag mich einfach. Wir sehen dann, was wir tun können. Ich habe Fragen, wie man einen Verband wechselt. Was denkst du über den Kustos? Baron vom Berg? Nun, der macht seine Arbeit gut. Sorgt für unsere Sicherheit. Ich sah ihn zuletzt, als ich seinen Ausschlag mit Salbe behandelte. Ich hörte, er war in letzter Zeit öfter hier. Das stimmt. Er besucht Johanka, bleibt aber nie lange und geht immer unzufriedenen Blickes. Hab Dank. Hab Dank. Hab Dank. Hab Dank. Okay, genug damit. Warum sorgt man so schlecht für sie? Sie werden zusammengepfercht wie Vieh und manche müssen sogar draußen schlafen. Das kann nicht gut sein. Nachts wird es bitterkalt. Mehr kann ich nicht für sie tun. Wie ist das möglich? Du bist der Infirmarius. Du entscheidest, wie die Geldmittel verwendet werden. Aber ich entscheide nicht, wie viel ich bekomme. Da der Abt fort ist, ist es immer noch dieselbe Summe wie zu der Zeit, als ich nur Alte gepflegt habe.
Kannst du denn nichts dagegen tun? Hilft dir keiner? Ich fürchte, nein. Die Brüder im Kloster kümmern sich nicht um die Welt da draußen. Und der Kustos hat mit dem Chaos in der Gegend genug zu tun. Außerdem gilt seine Hauptsorge dem reibungslosen Alltag des Klosters. Was ist mit dem hiesigen Kustos? Seine Leute haben genug Vorräte. Ich habe es bei ihm versucht. Aber er hatte wohl einen Streit mit Johanka und gibt uns nichts. Ich spreche mit ihm. Dann reden wir mit dem Kustos später. Wie könnt ihr Mönche ruhig schlafen, während die Skalitzer so leiden? Es beschämt mich. Aber meine Mitbrüder meinen, es läge alles in Gottes Hand. Ja, natürlich. Es läge in Gottes Hand. Es ist eine Prüfung Gottes. Oder es ist eine Strafe für irgendwas, was sie getan haben. Man kennt's. Die Zustände hier erscheinen mir sehr unchristlich. Das siehst nicht nur du so. Ich möchte etwas von dir lernen. Was kannst du denn bereits? Ein wenig alles? Von allem. Ist das so? Verstehst du denn etwas von Kräutern und Heilpflanzen? Das vor allem. Sogar sehr viel Lügen. Soll ich wirklich lügen? Ich weiß es nicht. Was wirkt das aus? Was passiert dann? Ich weiß es wirklich nicht. Nein, nicht wirklich. Um ehrlich zu sein, leider nicht. Was soll ich dann mit dir anstellen? Nun, macht ja nichts. Vielleicht lernst du etwas Neues. Geh zum Kräutergarten, sieh dir an, was wo wächst und jäte dann das Unkraut in den Kräuterbeeten. Alles verstanden? Ja, ich fange gleich an. Nicht so schnell. Habe ich dir schon gesagt, was Unkraut ist? Alles, was wächst. Dazu gehören Löwenzahn, Brennnesseln und Distel. Auch diese Pflanzen haben ihren Zweck, aber zwischen Augentrost und Minze nichts zu suchen. Und auch nicht anderswo in diesem Garten. Ich kann einfach nicht. Und wo sollen sie nicht wachsen? Zwischen Minze und Augentrost. Wenn du den Garten von Unkraut befreit hast, komm zurück. Und gnade dir Gott, wenn du etwas anderes als Unkraut entfernst. Keine Sorge, ich habe einen Hang zur Gärtnerei. Woher weiß ich, was Unkraut ist? Jetzt kommt der Teil, bei dem du etwas lernen kannst. Sieh im Herbarium nach und finde heraus, wie Löwenzahn, Brennnessel und Distel aussehen. Wie halte ich sie auseinander? Jetzt kommt der Teil, bei dem du etwas lernen kannst. Verstehe. Nikodemus. Ruhe! Okay, ich bin ruhig. Ist erledigt. Ups. Hast du die Beete gejätet und die nützlichen Kräuter in Frieden gelassen? Nicht ein Blatt vergeudet. Freut mich, das zu hören. Ich werde mich selbst überzeugen. Oh. Lebe wohl. Nikodemus, ich habe gelogen. Verstehst du etwas von Kräutern? Ein bisschen schon, aber ich bin kein Experte. Eilt es? Nun, einer der Bauarbeiter wurde verletzt und würde gern wieder an die Arbeit gehen. Er sprach von violetten Blumen, die... Nicht. Kräutern. Violetten Kräutern, die helfen sollten. Auswendig kann ich dir nicht sagen, welche er meinen könnte, aber sieh im Herbarium nach. So viele Violette kann es nicht geben, die bei Blessuren helfen. Ich brauche Hilfe mit den Verbänden. Es geht um Hans? Leider haben wir keine mehr. Ich habe welche, aber weiß nicht, wie man sie anlegt. Dabei helfe ich dir gern. Gott behüte dich. Nikodemus? Gibt es einen Trank für tiefen Schlaf? Gewiss, den alten Klassiker. Klassiker? Einige der Brüder haben gerne einen süßen Schlaf. Und manchmal ist das der einzige Weg. Ich zeige dir, wie man ihn braut. Hab Dank. Sehr gut, dann üben wir noch ein bisschen Alchemie. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Kann nicht schlafen. Ich will ein Meister werden. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du benötigst ein umfassendes Vorwissen, um ein Meister zu werden. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Er lässt uns wirklich nicht. Ich denke darüber nach. Okay, hast du hier was zum Handeln? Der Traum des Alchemisten Teil 2. Waffen, Rüstungen. Können sogar Rüstungen hier verkaufen. Hammelfleisch.
Es ist für, der Hammelfleisch brauchen wir noch. Unbekannter Trank, ich weiß nicht, was es sein soll. Baldrian ist ja fast gar nichts wert. Was können wir kaufen? Der Traum des Alchemisten, Gegenmittel, Hannenschreitrank. Stellt Energie wieder her, macht dich munter und hält deine Müdigkeit für eine Weile fern, erhöht deine Energie um 20 Punkte. Und Höhlenpilze. Ein Pilz aus einer feuchten Höhle. Es wäre wohl das Klügste, ihn nicht zu essen, aber für manche Alchemie-Rezepte ist er bestimmt zu gebrauchen. Die gute Mohnblume gilt als lästiges Unkraut und wächst in reichem Maß auf Feldern und in Ackerfurchen. Rezept für Wasser und für Wasser der Lethe. 1000. Ein kräftiger Schluck reicht aus, um leichtsinnige Entscheidungen, die dein ganzes Leben beeinflussen, rückgängig zu machen und deine Spezialisierungen neu auszuwählen. Gut zu wissen. Sei doch gewarnt, dieser Vorgang ist unumkehrbar und schmerzhaft. Schatzkarte? Die kaufe ich. Und die Tollkirsche. Wächst auf Lichtungen und in Laubwäldern, wenngleich man gar nicht erst nach Tollkirschen suchen sollte. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir's. Wird die ganze Zeit Ruhe ruft. Ist das genug? Nun, etwas mehr und der Handel steht. In Ordnung. Also, wir lernen ja immer Redefähigkeit oder damit, wenn wir falschen. Ah, da ist er ja. Es geht um die Verbände. Und da, so geht das. Es war sein Hals und nicht sein Bein. So, das ist schon besser. Ich hoffe, deinem Hals geht jetzt besser. Wieso wächst du mich? Und? Was denkst du? Fühlt sich sauber an. Hoffentlich hilft's. Wird es. Sag ihnen, sie sollen täglich deine Verbände wechseln. Sie sind hier. Vielen, vielen Dank, Heinrich. Keine Ursache. Lebe wohl. Eine gute Tat. Eine gute Tat am Tag. So, ist er hier oder da? Warte, bist du Nikodemus? Nee, ist Elias. Dann ist er hier, oder? Da wissen wir auch mal, wo die Kräuterfelder sind. Ich hätte es nämlich vor dem Kloster geschaut. Nikodemus, bevor wir zu den Kräuterfeldern kommen, ich glaube, da sind die. Muss dir da was sagen, was damit zu tun hat, mit der Gründlichkeit der Arbeit und ob ich vielleicht Unkraut entfernt habe oder nicht. Es könnte nämlich sein, dass, hallo Herr Wächter. Nun, dass ich nicht einmal hier war. Oh Gott. Und? Was denkst du von meiner Arbeit? Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Du sagst, es sei erledigt, aber ich habe es mir angesehen. Das nennst du vollendet? Versuch es noch einmal, aber diesmal gründlicher. Streng dich etwas an. Mach's gut. Man kann auch mit allem unzufrieden sein. Okay. Beinwell ist Unkraut. Ich glaube, die Distel, ja. Und die Brennnessel dort. Und die Distel hier. Und der Apfelbaum hier. Wir nehmen ein paar mehr Disteln mit. Wenn wir schon dabei sind, Kräuterkunde noch eine Stufe, sehr gut. Löwenzahn, weg damit. Löwenzahn wollen wir nicht. Brennnesseln nicht in meinem Haus. Und Disteln sollen sich verpisteln.
So, ich glaube, die brauchen wir sowieso alle. Wenn wir später Alchemie machen, wäre es ja gar nicht mal so schlecht. Wenn wir das ja schon mal ein bisschen lernen, wie man Blumen pflückt. Und ich wünschte, das ginge so einfach. Einfach so Unkraut-Diäten, genauso wie hier. Meine Güte, mein Garten wäre sauber. Besonders Löwenzahn. Und Girsch. Dieser Girsch. Sagen wir noch ein bisschen Löwenzahn, dann gehen wir wieder zurück zu dem Feld. Sie hatten keine Chance, zu Pusteblumen zu werden. Wirklich schade. Sieht gut aus. Dann auch Löwenzahn hier. Wermut dort. Und Wermut habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Aber aus Brennnesseln kann man wenigstens so einen Sud machen, mit dem man die Blattläuse los wird. Ich glaube, das war's. Und Schnüre auch. Wenn man die äußere Schicht der Halme da abzieht, kann man daraus dünne Fäden herstellen. Die müssen natürlich ein bisschen im Fluss gelagert werden, wenn man so will. Aber nach einer Weile, bam, hat man eine Schnur. So, neue Stufe Kräuterkunde, es geht ja ziemlich schnell. Und es regnet. Welch furchtbare Arbeit. Warum müssen wir so sehr leiden? So, Distel, weg damit. Hier wächst also Minze. Ich hätte fast die Minze genommen, oh Gott. So, Löwenzahn, jetzt sieht man gar nicht. Und diese gottesfürchtige Musik, während wir das Unkraut entfernen. Es ist fast, als würden wir etwas Heilige aufwecken, etwas Uraltes aus der alten Zeit. Der Löwenzahn, der große Löwenzahn wird wieder über diese Welt schreiten. Und alle daran erinnern, wer ihr Gott ist. Sehr gut, dann noch die Brennnessel dort. Sieht doch ganz so gut aus. Da ist noch ein Löwenzahn, weg mit dir. Ein wunderbar sauberes Feld. Also nächstes Feld. Weg damit. Augentrost gibt es hier. Das Augentrost macht keine Ahnung. Vom Namen wahrscheinlich besser sehen. Was weiß ich. Wahrscheinlich so eine Superkarotte. Alle kaufen sie Karotten, weil man sagt, man sieht besser, aber hätten sie einfach Augentrost gegessen.
Der Löwenzahn, den sehe ich doch sofort. Ein Erzfeind. Und Brennnesseln immer wieder. Ich kann die tatsächlich anfassen, ohne dass man sich verbrennt. Einfach nur von oben und mit Richtung Blattspitze. Neue Stufe, Kräuterkunde. Und weg mit dem Distel. Und dem Löwenzahn. Und dem Augentrost. Sieht gut aus, das Feld. Habe ich ganze Arbeit geleistet. Da ist noch Löwenzahn. Das müssen wir natürlich entfernen. Sehr gut. So, dann schauen wir noch einmal hier rüber. Sieht gut aus. Wir sind schon überladen mit dem ganzen Zeug. Okay, Nikodemus. Ich fordere dich heraus. Smoller. Also, da packen wir erstmal das ganze Krautzeug. Die Brennnessel zum Beispiel. Ab in die Satteltasche. Den Löwenzahn weg damit. Und die Disteln weg damit. So, habe ich noch den Buff? Habe ich noch? Und ich bin resistent. Löse einen dauerhaften Bonus von 2 Punkten auf Vitalität. Mein natürliches Anrecht. Hey Nikodemus, ich bin super vital gerade. Ist erledigt. Hast du die Beete gejätet und die nützlichen Kräuter in Frieden gelassen? Nicht ein Blatt vergeudet. Freut mich, das zu hören. Ich werde mich selbst überzeugen. Möge Gott über dich wachen. Yep. Verbände. Das könnte ich alles gebrauchen. Knüppel, Hundeleder, Fackel. Geh schön, Meister. Augentrost, Baldiran. Einbeere. Wächst vorübergehend in tiefen Wäldern. Ich glaube, die habe ich sogar schon mal gesehen. Holzköhle, Höhlenpilz, Ringelblumenaufguss. Da war nix. Alchemie beginnen. Verband. Dankeschön, Meister. Also, er kommt jetzt rein. Ich wollte nämlich das hier vor dir reinschauen. Aber die Wache ist sowieso da. Wir gehen erstmal zu Nikodemus. Bevor wir da irgendwo Mist anstellen. Yo, Meister. Wie sieht meine Arbeit aus? Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Es war nicht die beste Leistung, aber du hast mehr Unkraut als Kräuter entfernt. Also verdienst du eine Belohnung. Mach's gut. Ganz ehrlich, mehr als... Damit er dich vergisst. Ganz ehrlich, mehr Unkraut als Kraut dem zeige ich. Damit er mal richtig erkennt, was gute Arbeit ist. Ja, Unkraut Löwenzahn ist noch da. Wir müssen natürlich gut aufräumen. Wir können die Pflanzen ja später wieder einpflanzen, wenn wir das Unkraut entfernt haben. Wir müssen erstmal sehen, was denn da überhaupt wächst. So, vielleicht finden wir Unkraut, wenn wir erstmal alles aufgeräumt haben. Minze sieht man echt schwer.
Aha, wusste ich doch. Den Löwenzahn habe ich übersehen. So, es hätte mir nicht gefunden, wenn wir das nicht so gemacht hätten. So arbeitet man nämlich smart. Also wir packen mal den Baldrian auch mit rein. Die Brennnessel kann weg, die Distel kann weg, Eibeere weg. Die Holzkohle weg damit. Warum sollen wir die denn mit uns tragen? Die Lederkamille, Löwenzahn. Pinsel lasse ich noch da, Salbei kann weg, Mondblume kann weg, Schafsleder, also bitte Spinnnetze, Tollkirsche und Wermut. So, haben wir noch den Buff. Blumenkind haben wir. Gut.